Kreis schließt sich. Es ist einwandfrei. Okay. What? What? What, 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 what? Da ist ganz offensichtlich, ganz hoffentlich, der Masterschlüssel drin. Ah ne, der Masterschlüssel ist da nicht drin. Da ist wieder irgendein... Ach du Scheiße. Da ist wieder irgend so ein komisches Item drin, was der für die Suppe braucht oder so, kann das sein? Dafür... Die Truhe ist ja auch nicht verziert genug. Ich fürchte fast, dass wir den Masterschlüssel... Ja, wahrscheinlich von der Ollen bekommen. Die hatte den Schlüssel nämlich die ganze Zeit bei sich. Ich erinnere mich so ganz dunkel, glaube ich, an diese unglaubliche Story-Wendung. Oh mein Gott. Ah, ich kriege jetzt schon die Krise, wenn ich da nur daran denke. Aber okay, gut. Cool. Ja, Eiskrieger, die mir Böses wollen, sind super. Und, ja, das ist cool, dass wir hier alles zu Klump hauen können. Gewissermaßen. Ja. Diese komischen Kirchenbänke oder was auch immer. Das ist doch eine Kapelle oder so. Sehe ich das richtig? Ich glaube, das soll eine Kapelle sein. Oh ja. Nieder mit der Kirche. Da, 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 da. Oder so. Nein. Keine Ahnung. Ich bin kein gläubiger Mensch, aber es ist egal. Ich lasse anderen Leuten durchaus ihren Glauben. Ja. Der Hering ist nämlich ein sehr toleranter Let's Player. Möchte ich an der Stelle mal loswerden. Oh mein Gott. Dann kann ich Werbung machen. Heringway, der tolerante Let's Player. Ja. Andere Leute können dann wiederum Werbung machen, wenn sie irgendwie... Keine Ahnung. Nein, den Gedanken will ich jetzt gar nicht fortführen. Das ist egal. So, okay. Was mache ich hier überhaupt? Ich mache Kirchenbänke kaputt. Das ist schrecklich, ja. So, wir wollen diese Truhe öffnen, in der sich etwas unglaublich Tolles befindet, nämlich... Oh, doch. Du hältst einen Schlafzimmerschlüssel. Nun kannst du ein Schlafzimmer, wo die Spiegelscherbe ist. Ich habe mich falsch erinnert. Komisch. Puh. Endlich haben wir diesen verdammten Schlafzimmerschlüssel. Hat zwar ganz schön lang gedauert, aber dafür werden wir die Spiegelscherbe ziemlich bald haben. Jo, denke ich auch. Gut, alles klar. Bin ich optimal vorbereitet? Ich weiß es nicht. Ach, wir gehen jetzt einfach hoch zum Gegner, oder? Luxussuppe hätte ich zumindest noch einmal. Ja, oder doch nochmal. Traue ich mir zu, traue ich mir nicht zu. Es ist so eine... Oh. Oh, wie gut, dass dir nichts passiert ist. Ich habe ein wenig von der Suppe gegessen, die mein Mann gemacht hat. Seitdem geht es mir etwas besser und ich bin dir gefolgt. Du hast den Schlüssel gefunden. Sehr gut. Das Schlafzimmer ist direkt über uns. Ich bringe dich hin. Du bringst mich hin. In deinem Watschelgang. Das Schlafzimmer ist gleich hier. Geh nur vor. Nicht nötig, dass du auf mich wartest. Dankeschön. Okay, da haben sie tatsächlich mal mitgedacht. Dup, 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 dup. Wir dürfen jetzt in das Schlafzimmer. In das Schlafzimmer gehen. Übrigens ein sehr kunstvolles Schloss. Ja. Ein Herzchen. Und du? Da. Mensch, da war ja der Zora-König aus Ocarina of Time schneller. Vielen Dank. Aber willst du nicht auch reinkommen? Hallo? Ich habe die Tür vor dir geöffnet. Ich war gerade prinzipiell im Begriff reinzugehen, bevor mich diese Cutscene daran gehindert hat. Also, aber gut. Nehmen wir jetzt mal so hin. Spiellogik. Tralalalala. Bitte, hier entlang. Schönes Schlafzimmer. Ob ich hier alles mit dem Morgenstern kaputt hauen kann? Ich weiß ja nicht. Hier ist er. Schau ihn dir an. Sag nur, ist er nicht herrlich? Wunderschön. Oh oh. Wunderschön. Herrlich, dieser Spiegel. Ach du Scheiße. Boah. Diesen Spiegel bekommst du nicht. Angst. Angst, Angst. Okay, daran erinnere ich mich auch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ich müsste gegen ihren Mann kämpfen, aber okay. Das ist ja völlig neues Spiel für mich. Oh mein Gott. Twilight Princess 2.0 oder so. Dab, 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 dab. Lass mich raten, die wird riesengroß? Nein. Auch an diesen Gegner. Ich erinnere mich an diesen Gegner wirklich nicht. Es ist so schlimm. Rieseneisklotz Matronia. Aber lass mich raten.
Ach, das könnte das lustig werden, ich weiß nicht genau. Ups. Wir können es auf jeden Fall. Ups. Ja, wir können auf jeden Fall mit unserem Morgenstern so ein paar Sachen machen. Zum Beispiel schleudern. Ja. Schleudern. Und schleudern. Ist das jetzt der ganze Endgegner? Ich bin mir nicht sicher. Au, oh, okay. Ja. Ich sollte nicht zu enttäuscht wirken. Zack. Und na komm, nochmal. Nein. Ja, nee, nicht ganz. Richtung war schon gut. Au. Richtung hätte besser sein können. Kann ich auch Herzen einsammeln, wenn ich mich mal anstrengen würde. War es das jetzt oder war es das nicht? Also wenn es das war, dann bin ich jetzt enttäuscht. Ja, Hilfe! Ruf die Dämonen zu Hilfe. Okay, gut. Schweiger, das war's noch nicht. So, okay, interessantes Konzept. Wir sehen unten im Spiegel, was genau über uns abgeht. Weil ich mir nicht sicher bin, ob wir es tatsächlich sehen wollen. War sie jetzt irgendwo mit dabei? Nee. Was? Hätte ich da jetzt irgendwo... Au! Irgendwas machen sollen. Ich glaube... Na, ich gehe mal auf Nummer sicher. Ne? Dup, 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 dup. Luxussuppe. Yes. Yummy, yummy, yummy. So, okay. Nee, okay, Moment. Genau. Die Dinger, die hauen sich jetzt alle so... Au! In den Boden rein, das ist schön. Und jetzt kann ich sie so nacheinander kaputt machen, theoretisch. Aha. Genau, denn wenn sie nämlich jetzt runterfallen, machen die praktisch gesehen den Weg frei. Wenn ich jetzt noch schneller laufen könnte, dann wäre das echt super. Und wenn ich mich jetzt noch bequemer hinsetzen würde, dann wäre das auch super. Okay, also das Konzept haben wir so einigermaßen verstanden. So, die Dinger kommen runter, wir machen sie dann so nach und nach kaputt. Ja. Okay. Nach und nach kaputt. Nach und nach. Zack. So. Boing. Ja, jetzt kommt das Ding nur einmal so runter und dann müssen wir eigentlich angreifen. Zack. So. Und das Ganze machen wir, lass mich raten, dreimal. Oder so. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Alles komisch. Sie lacht. Okay, ja. Sie regeneriert die Dinger. Gut. Muss ich mir jetzt trotzdem schlauer anstellen, weil ansonsten überlebe ich das nicht. Okay. Zack, zack, zack. 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 Ja. Bang. Bang. Mist. Okay, 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 okay. Wo ist die Lücke? Da ist die Lücke. Na? Ja, wollte gerade sagen. Also, das war doch Volltreffer. So. Genau. Okay, noch einmal, dann müsste es das ja erledigt sein. Dup, dup, dup. Okay, wie wir gesehen haben, es reicht eigentlich vollkommen aus, wenn ich nur einen erledige. Au. Reicht vollkommen aus, hier Regen, ja. Reicht vollkommen aus. So. Genau. Zack. Und zack. Bingo. Voll auf die 12. Ja, ja. Oh, schrei du nur. Oh, die Dämonen verlassen mich. Oh, Hilfe, ich bin ja so ein armes kleines Geschöpf. Uhuhuhu. Und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der Wilde rein ins Schlafzimmer. Reingestürmt. Mit seinem riesengroßen Hackebeil geht er auf Link los. Und ja. Aber das... Dann wäre das Spiel ab 18. Aber... Es würde irgendwie Sinn machen. Gut. Tada! Also, wir haben jetzt zwei Spiegelscherben. Es fehlen also nur noch zwei Hering. Genau. Zwei Dungeons noch. Tata-tata. Trotzdem tut es mir leid, was wir dieser Frau angetan haben. Ja, wir haben sie von einem Dämonen befreit. Es tut mir auch total leid. Dass der Schattenspiegel die Kraft hat, jemanden so zu verändern. Die Götter können grausam sein. Ja. Also gut, Hering, beeilen wir uns, die anderen Scherben zu finden. Bevor noch mehr Menschen so etwas Schreckliches zustößt. Sie ist kein Mensch, sie ist eine Wilde. Ta-ta-ta-ta. Wir wollen ja schon konsequent bleiben. Also dann, machen wir uns auf die Suche nach den übrigen zwei. Jo, jo, aber erstmal noch, ey, ich will voll krass Herzcontainer haben oder so. Oh. Ja, sowas in der Art habe ich mir gedacht. Au.
Fast so schlimm wie jetzt Hackebeil. Was ist mit mir? Mach dir keine Sorgen, du hattest einfach nur einen bösen Traum. Oh, der Spiegel, den du mir gegeben hast. Vergiss den Spiegel. Schau in meine Augen. Lass dich hypnotisieren. Sieh nur, in ihnen spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht, oder? Deshalb brauchst du, den Spiegel gar nicht mehr. Oh, Liebster. Wow. Oh, überall Herzchen. Sie lieben sich so sehr. Oh mein Gott. Ist es nicht schön? Ich will trotzdem meinen Herzcontainer haben. Dankeschön. Ta-ta-ta-ta. Auch das ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn man das so nennen will. Ja, also dieser Dungeon ist wirklich schon was Besonderes. Kleines bisschen linear vielleicht, was ich bemängelt hatte, aber wie gesagt, es ist... Nein, es ist ein schöner Dungeon. Kann man so nicht anders sagen. Ich liebe dich. Ich dich auch. Tap, 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 tap. Noch mehr Herzchen. Gut, okay. Hauen wir ab. Ich kann dich von hier wegbringen. Bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Nein. Moment, genau. Weil, wenn wir schon mal dabei sind, kann ich hier nicht auf die Karte gucken. Aber prinzipiell, doch. Ich bin der Meinung, wir haben alle Schatztruhen in diesem Dungeon hier. Und wenn nicht, dann weißt ihr mich bestimmt... Ach nee, eine Schatztruhe haben wir vergessen. Ich weiß welche. Aber gut, egal. Ja, die holen wir dann irgendwann beim nächsten Mal oder so. Spiel speichern. Ja. Wo bringt Midna mich jetzt hin? Das ist die nächste interessante Frage. Ja, am 24.04. haben wir das letzte Mal gespielt. Ich habe jetzt am 4.05. gespielt. Hurra! Sehen wir mal, wann der Hering immer mal wieder spielt. Das ist schön. So. Cool. Nee. Wenn wir dann eh nochmal hier sind, dann können wir jetzt auch nochmal probieren, irgendwie an diese komische Schatztruhe dazu kommen. Weil die ist ja hier eigentlich gleich am Anfang. Ihr werdet euch erinnern. Moment. 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 Ist ja jetzt einfach nur einmal hier so links rein. Und da ist die Schatztruhe. Und da ist das Problem. Denn da... weiß ich jetzt nicht, wie wir da hinkommen. Moment. Kann ich hier irgendwas kaputt hauen? Nein. Es muss zwangsläufig irgendetwas mit dieser Eisenkugel zu tun haben. Aber ich komme jetzt aus Verrecken nicht drauf, was es da gehen könnte. Also, zusammengefasst. Von oben könnte es nicht sein. Also, zweiter Stock schließen wir schon mal aus. Da muss es ja doch zwangsläufig mit diesem anderen Raum zu tun haben. Der Dip dann hier gleich links ist. War da tatsächlich... Moment. Oder doch irgendwas? Hier kann ich den Morgenstern nicht ansetzen. Die komische Tussi ist nicht da, das ist schön. Morgenstern kann ich hier nicht ansetzen. Morgenstern. 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 Ich hätte sowas von wetten können, dass man irgendwie von der Seite aus den Durchgang freihauen muss. Aber offensichtlich liege ich ja falsch. Aber sowas von komplett. Okay. Ja, das ist natürlich ideal und perfekt. Vielleicht von hier aus irgendwie irgendwas. Wir können das Mobiliar kaputt machen, das ist cool. Zack. Aber wie gesagt, von der Seite aus. Beziehungsweise doch. Ah, aha, deswegen. Ah, okay. Gut, okay, alles klar. Ich nehme mal zurück. Du erhältst ein Herz, sammle 5 davon, um ein zusätzliches Herz zu erhalten. Ein 5. Ein zusätzliches Herz, das ist schön. Deswegen auch das Teil dort oben. Ah, das sollte einen schon so ein kleines bisschen stutzig machen. Ja, es ist von Vorteil, wenn man sich seine Umgebung so ein ganz kleines bisschen anguckt. Gut, dann haben wir jetzt aber wenigstens nochmal einen ganz kleinen Moment, um die Karte zu gucken. Und dann sehen wir alle Schatztruhen weg. Okay, perfekt. Yeah, wow. Der Hering hat es noch alleine hinbekommen. Wuhuhuhu. Ein zusätzliches Herzteil. Dann brauchen wir in die Bergruine jetzt auch nicht mehr gehen. Ja.
Ich glaube, in den ersten Dungeon brauchen wir nicht mehr gehen. In Feuer-Dungeon müssen wir vielleicht nochmal. Wobei, ich glaube, da habe ich auch eine Rubine liegen lassen. Der Wasser-Dungeon ist essentiell wegen dem Herzteil. Aber ansonsten, die anderen Dungeons könnte ganz gut ausgesehen haben. So, wie dem auch sei. Ich glaube, an der Stelle mache ich jetzt einfach mal Schluss, weil ich jetzt schon wieder eine Stunde und fast 40 Minuten aufnehme. Das ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Na gut, ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Beim nächsten Mal. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt kurzfristig in den nächsten Tagen noch was aufnehme oder wie gesagt erstmal den ganzen Kram hier hochlade und dann abwarte, was ihr so schreibt, wie ihr das dann demnächst haben wollt. Also vielleicht mache ich ja ein bisschen was Optionales jetzt zwischendrin und dann spiele ich zumindest zum nächsten Dungeon schon mal hin und wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist es eh schon wieder hinfällig, deswegen brauche ich das eigentlich alles gar nicht erwähnen, aber ist egal. So, ja. Ich war der Haringway, das war The Legend of Zelda Twilight Princess für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben einen weiteren Dungeon erfolgreich beendet und, naja, so ganz, ganz langsam könnte man sagen, wir nähern uns dem Ende des Spiels, aber auch nicht so wirklich. Also da kommt noch einiges. Egal, ja, wir sehen und hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wäre zumindest ganz schön. Haringway sagt tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz bald.